Hallo YouTube, Simon von Games on Tables wieder hier. Und das ist jetzt das siebte Spiel des Turniers. Das erste Spiel des Cuts, also des K.O.-Systems der Top 8. Ich konnte mich ja durch die vorangegangenen sechs Spiele dann hinein katapultieren. Und muss jetzt gegen den Platz 2 der Swiss-Runde antreten, der ebenfalls Scum and Villainy spielt. Und er spielt einen Kavil mit Zwillingslasergeschütz, einen kleinen Jumpmaster, so ein Bumpmaster ist es im Grunde, also mit Kurzstreckenlaser, Feedback Array, ich glaube auch Geheimagent, sollte zumindest, der halt darauf setzt, dass er in den Weg der Gegner fliegt, und ein Partybus, also eine Houndstooth, eine YV666 mit Zuckus, ich glaube auch vier Lommen und Dengar, die halt den gravierenden Schaden fahren soll. Asteroiden. Er hat die Kleinen dabei gehabt, ich habe die Großen dabei gehabt, bilden so einen Ring. Und ich überlege halt, wo ich gleich Asajj hinstellen werde. Er stellt seine beiden großen Schiffe halt da an die Seite. Stelle ich in gewohnter Manier Asajj gegenüber seitlich auf, in die Ecke, um erstmal so ein bisschen auf Zeit quasi wegzufliegen. Wobei ich auch damit rechne, dass die beiden großen Schiffe dann sich der Mitte zuwenden werden. Die beiden kleinen Protektorat-Fighter oben in die andere Ecke, auch nach innen des Spielfelds gerichtet, können dann halt näher ranfliegen oder sich umdrehen. Mein erstes Ziel ist nämlich erstmal so ein bisschen, glaube ich, Kavil. Also der kann halt einfach ziemlich fies Schaden machen mit seinen vier Würfeln, auch gegen meine Protektorat-Fighter. Deshalb versuche ich, den recht schnell loszuwerden. Und ich will versuchen, schnell in den Rücken der Reißzahn zu kommen, der Houndstooth, dem YV. Muss halt nur aufpassen, dass ich nicht in den Bumpmaster gerate im Grunde. Und ja, er fliegt erstmal zwei geradeaus mit dem YV. Sein Jumpmaster fliegt eins geradeaus. Beide sagen Fokus. Dann bin ich erstmal dran mit dem kleinen Protektoratfighter, der mit einer Dreiecke erstmal auf der Flanke bleibt und einen Boost macht, um an dem Hindernis vorbeizukommen. Kann dann gleich mit dem schnellen Manöver schon mal geradeaus pesen. Asajj fliegt erstmal ganz angenehm geradeaus und sagt erstmal den Fokus, auch wenn diese Runde noch nicht wirklich Schüsse kommen werden. Und der alte Terror fliegt dann auch schon mal ein Dreier Bank und auch macht auch einen Boost geradeaus. Und Kavil dreht, so habe ich es mir aber auch schon grob gedacht, nach außen, um sich dann in den folgenden Runden hinter den großen Schiffen zu verstecken. Also versuche ich weiter meinem Plan zu folgen, hinter die großen Schiffe zu kommen, vor allem hinter die Reißzahn, denn die hat einfach, dadurch, dass sie sich mit Zuckus sehr stark stressen wird, kaum Möglichkeiten, wirklich wieder umzudrehen. Sie hat keine Wände, die sie fliegen kann, sie könnte halt höchstens stehen bleiben, kann sie aber nicht mehr, sobald sie Stress hat. Also muss sie weiter drei Ecken dann fliegen, ist dadurch recht berechenbar und man kann es schaffen, halt dann auch konstant im Rücken zu bleiben und dann konstant Schaden zu fahren. So, hier drehen sie dann natürlich rein, also Miss YV dreht da erstmal in der Dreiecke rein. Der Jumpmaster nimmt die Einser-Ecke. Man hat schön bei seiner Aufstellung gesehen, dass er die sehr präzise in einem bestimmten Muster aufgestellt hat, um eben diese ersten Eröffnungsmanöver zur Verfügung zu haben. So sieht es zumindest aus. Und ja, ich fliege erstmal geradeaus mit dem kleinen Portrait-Fighter. Noch nicht so schnell, weil ich einfach noch nicht so richtig abschätzen konnte, wo er hinfliegt. Hätte da vielleicht doch etwas aggressiver fliegen können. Da ich ja immer noch dann zur Not vielleicht mit einer Fassrolle oder einem Boost hätte mich besser platzieren können. Asajj dreht natürlich rein, kann gleich in Feuerwinkel nach vorne drehen durch das gyroskopische Zielsystem. Und der Terror konnte nicht gerade ausfliegen wegen dem Hindernis, ist erstmal mit dem Bank reingedreht, macht eine Fassrolle näher an Asajj ran. Jetzt fächer ich mich da schon recht weit auf, um halt wirklich irgendwelche Schiffe auf jeden Fall versuchen zu können, in die Flanke zu bekommen. Ja, Kavil bleibt erstmal hinter den beiden Großen. Und wir haben keine Schüsse. Damit geht es in die nächste Runde. Und hier ist jetzt meine Überlegung. Und an der Stelle möchte ich noch einmal kurz daran erinnern, dass das an einem neuen Tag stattgefunden hat. Das heißt, es war dazwischen zwar ein bisschen Ruhephase, die mir leider momentan nicht so hilft, die Ruhenphasen. Da war ich nicht mehr ganz fit und ich habe jetzt eigentlich gehofft, mit dem Protektorat, dem Kleinen da oben, mit einer 5 geradeaus,
über den Bumpmaster hinwegzukommen und schnell in den Rücken der YV. Und habe damit gerechnet, dass der Bumpmaster hat irgendwie eine Dreierbank oder sowas fliegt und eine Fassrolle Richtung T-Roch oder so. Und ich dann trotzdem über ihn hinwegkomme. Mit dem T-Roch wollte ich dann und der Asage mich nach unten wenden, um schnell auf Kavil zuzufliegen. Denn der hat jetzt in der momentanen Position nicht mehr so viele Möglichkeiten auszuweichen. Und dann kann ich den eigentlich gut erwischen. Muss halt dann einmal auf jeden Fall eine Runde von der YV mich beschießen lassen. Aber einmal sollte ich das aushalten. Und ja, probiere halt genau das. Bin da noch viel überlegen, wie rum ich es mache, denn Asajj fliegt ja vor dem T-Roch und kann jetzt keine Ecke fliegen, muss ein Bank fliegen und T-Roch muss ich dann entsprechend ein Manöver verpassen, dass er nicht an Asajj hängen bleibt. Wäre zwar nicht zu dramatisch, aber ich würde es bevorzugen, wenn das nicht tut. So, die YV fliegt 1 geradeaus, hat dadurch halt den 180 Grad Feuerwinkel gut aufgefächert. Hier kommt auch der Dreierbank vom Jumpmaster. Jetzt kann er überlegen, ob er eine Fassrolle durchführt. Nimmt einen Fokus, denn das Problem ist, was ich einfach volles Rohr verschätzt habe, ist A, wie nah er an mich rankommt. Ich dachte, er käme näher ran. Und B, wie weit er darüber kommt. Ich bleibe so gerade eben noch an ihm hängen, kriege auch direkt eine Schadenskarte durch die Kurzstreckenlaser. Ja, und bin halt volles Rohr im Sichtfeld des YV. Eher blöd. Also war einfach nicht gut. Ich hätte an der Stelle anders überlegen müssen, hätte einfach ein Zweier Bank fliegen müssen, um dann auf die YV zu schießen. Genauso mit dem alten T-Roch. Der hat jetzt eine Einser-Ecke gemacht, weil ich unbedingt auf Kavil los wollte. Wie im letzten Spiel auch, einen falschen Plan mir gemacht. Den Plan zwar ausgespielt, aber er war einfach Blödsinn. Und hätte jetzt hier mit dem T-Roch und Asajj einfach geradeaus fliegen müssen. Also gerade Asajj hätte einfach jetzt geradeaus fliegen können. T-Roch hätte reinbanken können oder geradeaus fliegen und boosten, um an die Reißzahn ranzukommen. Ruhig in Range 1, er hat einen Titel, Asajj ran und dann mit allen Schiffen erstmal auf diese Reißzahn drauf. Denn ja, es sind 12 Lebenspunkte, aber es ist nur ein Punkt Wendigkeit. Das heißt, ich kann da versuchen, sie recht schnell zu bearbeiten. Und wenn ich 2 Runden lang auf die schieße, ist sie auch einfach weg. Und dann schwindet einfach ein massives Damage-Potenzial aus seiner Liste. Das wäre also an der Stelle besser gewesen. Alternativ hätte ich auch überlegen können, den Bumpmaster zu fokussieren, aber den halte ich eigentlich tatsächlich, auch wenn er im Weg steht, dadurch, dass ich eine Atani-Liste habe, für die geringste Bedrohung, auch wenn er nervig ist und Schaden macht, sind Kavil und die Houndstooth deutlich schlimmer. Und naja, meine Schüsse zappen zumindest bei Kavil die Schilde und 2 Schilde von dem YV. Trotzdem hätte mehr auf Kavil landen können. Es sind zwar auch teilweise Range 3 Schüsse, aber es sind dann nur 2 ohne Fixing-Verteidigungswürfel von ihm und ich habe 3 Angriffswürfel mit Fokus. Hätte mehr bei rumkommen können, sollen, vielleicht, ist egal. Dann kommt jetzt von der YV der Angriff auf den Kleinen, macht 2 Schaden und der Bumpmaster benutzt sein Feedback-Array, macht den letzten Schaden und damit ist der kleine Protektorat-Halter auch schon weg. Und das ist ja komplett eigenes Verschulden, einfach blödes Manöver gewählt, falsch eingeschätzt. Und ich habe ja direkt nachdem ich das Manöver quasi ausgeführt habe, gefragt, warum mache ich das eigentlich? Und das bei allen gefragt. Jetzt bin ich aber in der Position, jetzt kann ich nicht mehr umschwenken, jetzt muss ich weiter auf Kavil. Kann aber das jetzt recht gut eigentlich bewerkstelligen. Asajj kann jetzt mit einem Bank sich hinter die Reißzahn bewegen und hat den Feuerwinkel nach hinten gedreht, wodurch ich dann auf jeden Fall auf Kavil schießen kann. Der alte T-Roch kann jetzt mit einem Zweier oder Dreier geradeaus näher an Kavil heran und dann mit einem weiteren Fokusmarker. Also ich plane mit Asajj einen Fokus zu nehmen, mit Kavil mit T-Roch einen zweiten Fokus, um auf die Defensive zu setzen, denn die Reißzahn hat halt 4 Lom. Also wenn ich nur einen Fokus habe, sagt er einfach für den Ionenmarker, den darf ich nicht benutzen und dann kommt massiv Schaden durch. Also versuche ich mit 2 Fokusmarkern da meine Defensive aufrecht zu erhalten, um wenigstens den Schuss irgendwie zu überleben. Eine Schadenskarte ist nämlich durch Kavil schon auf meinem T-Roch drauf. Jetzt muss ich noch abwarten, dass er seinen Kavil plant. Da rechne ich so ein bisschen mit einem Dreier-Bank
geradeaus, um den Stress loszuwerden. So, er hat fertig geplant, jetzt kommen die ersten Bewegungen. Er kann mit seinem Geheimagent das Manöverrad von Asajj sich angucken. Die Reißzahn beginnt. Er hat halt auf dem Jumpmaster auch Adaptability, also anpassungsfähig, und hat damit den Pilotenwert auf 2 runtergesenkt, damit er halt den gleichen Pilotenwert wie die Reißzahn hat, um da entscheiden zu können, wer zuerst fliegt. Definitiv eine clevere Ausrüstung da. Ja, er prallt in die Reißzahn rein, durchaus beabsichtigt oder zumindest in Kauf genommen. Asajj entkommt allerdings dem Feuerwinkel der Reißzahn und nimmt da jetzt den Fokus. Und der Terauch fliegt 3 geradeaus dann doch. Hab sehr darauf gehofft, dass er den Dreier geradeaus dann fliegt mit Kabel, um in die Range 1 auch reinzukommen. Ich könnte zwar eine Zielerfassung nehmen, nehme aber hier tatsächlich dann wirklich lieber den Fokus für die Verteidigung. Kavil nimmt einen Dreier Bank, prallt aber nicht in den alten Terauch rein, ist aber auch nicht im Feuerwinkel, so wie es aussieht. Und schießt jetzt auf Asajj, die allerdings glorreich ausweicht mit ihrer mickrigen Wendigkeit von 2. Der alte Terauch würfelt Hit und 2 Augen. Und an der Stelle war ich mir jetzt nicht sicher, was mache ich. Kavil hat noch keine Schadenskarten. Ich will eigentlich nicht die Fokusmarke ausgeben. Ich will sie für die Defensive behalten. Ist aber eigentlich Blödsinn. Ich hätte an der Stelle den Fokus ausgeben müssen, maximalen Schaden auf Kavil fahren müssen, der auch einigermaßen in der ersten Runde ausgewichen ist. Jetzt habe ich immerhin 2 Schaden durchbekommen nochmal. Er ist auf 3 Lebenspunkte runter. Hätte ich den Fokus ausgegeben, wäre er schon nur noch auf einen runter. Wäre deutlich besser gewesen. So, jetzt kann ich einen Fokus bei der Verteidigung nutzen und kriege zum Glück nur Hit und Crit. Bin deshalb noch nicht tot. Die Zuckerkombination ist einfach sehr, sehr stark immer. Und naja, der Crit besagt, meine Eckmanöver sind rot. Das ist in der Situation jetzt natürlich auch eher doof. Eigentlich ist er auf seine Ecken so ein bisschen angewiesen. Also muss ich jetzt ein bisschen umplanen und für beide Spieler ist jetzt offensichtlich, dass der alte Terauch eine Talon Roll machen wird. Denn das ist das einzige Manöver, mit dem ich dann jetzt gleich noch schießen kann. Und ich plane die Talon Roll aus Richt von Terauch nach links, also im Bild nach rechts. In der Hoffnung, möglichst nah an Kavil dran zu bleiben. Asajj muss halt jetzt erstmal ein bisschen weiterfliegen. Ich weiß nicht, ob ich gerade den Feuerwinkel gedreht habe, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich würde mit der Asajj jetzt aber prinzipiell eigentlich mit einer Ecke weiter ins Spiel für Mitte fliegen, weiter im Rücken der Reißzahn bleiben oder versuchen zu bleiben. Die Reißzahn wird ja jetzt auch eine Ecke fliegen, dadurch kann sie mich gleich wahrscheinlich wieder sehen. Die wird aber definitiv auf den Terauch schießen, wenn möglich. Der ist ja nur noch auf einen Lebenspunkt. Also ich rechne damit, dass er nur noch eine Runde lebt und hoffe, dass ich wenigstens nochmal einen Schuss auf Kavil setzen kann, um ihm halt weiter Schadenskarten zu verpassen. Die Reißzahn fliegt hier sogar keine Dreiecke, sondern nur ein 1er Bank. Der Jumpmaster, 1er Ecke, überlegt, welche Aktion er nimmt, ob er eine Fassrolle machen soll. Bei Kabel habe ich mir jetzt überlegt, dass er mit einem Dreier Bank nach außen, nach rechts fliegen könnte. Oder allerdings mit einer Zweier- oder Dreier-Ecke nach links zu seinen großen Schiffen hin. Wir müssen ihn da markieren für meine Talon Roll. So, und ich mache die Talon Roll weit nach hinten, weil ich verhindern wollte, dass Kavil mit dem 1er Bank rechts oder so in mich reinbammt. Da habe ich mich auch wieder voll verschätzt. Da hätte ich trotzdem weiter nach vorne gekonnt und auch einfach gemustert. Wenn er bammt, ist es halt so. Aber dann kann er wenigstens auch nicht auf mich schießen. Dann habe ich erstmal noch einen Schuss auf die Reißzahn, bevor die zurückschießt. So in der Situation ist er jetzt mit seinem Zweieckenmanöver so gerade eben aus der Reichweite 1 wieder rausgekommen.
und kann jetzt auf den alten T-Roch feuern. Und ja, war einfach wieder blöd von mir, einfach nicht konzentriert genug gespielt und da ist der alte T-Roch auch schon direkt weg. Quatsch gemacht. Dritte Situation, an der ich einfach Blödsinn gemacht habe. Erste war der kleine Protegrad-Fighter mit dem 5 geradeaus in den Jumpmaster rein, dann nicht den Fokus in der Offensive ausgeben und jetzt diese Situation, dass ich nicht weit genug mit der Sennis, mit der Talon Roll nach vorne gegangen bin. Ja, der Schuss von Asajj macht gar nichts. Der Schuss des Jumpmasters zurück, aber zum Glück auch nicht. Und jetzt muss Asajj es ganz alleine noch mit den restlichen dreien aufnehmen. Drei Schilde fehlen insgesamt, zwei auf dem YV, eine auf dem Jumpmaster. Kavil auf drei Lebenspunkten. Dem Jumpmaster konnte ich Stress verpassen, das heißt, der könnte zwar jetzt eine Ecke nach rechts fliegen, dies beim Jumpmaster allerdings weiß, hätte er keine Aktion. Er könnte auch eine Ecke nach links fliegen, die ist beim Grün, dann hätte er eine Aktion, stimmt aber weiter weg. Trotzdem muss ich darauf achten, dass er dann halt, er könnte eine Ecke nach rechts machen. Ich würde aber ohne Probleme eigentlich mit einer Dreiecke um ihn herumkommen. Wenn er die nach links macht, ist er weiter weg. Wäre eigentlich ganz angenehm für mich für eine Runde. Kann allerdings dann in der folgenden Runde wieder mit Fassrollen mir in den Weg springen. Und ja, Kabel wird jetzt erstmal wieder versuchen, auf Abstand zu bleiben, denke ich, mit einem 1er Bank oder irgendwie sowas. So, ich habe mich für einen 3er Bank entschieden, um etwas mehr auf Abstand zu bleiben zur Reißzahn, wo der IAE kein sinnvolles Manöver hatte, aber auch um einfach zu vermeiden, dass ich in den Jumpmaster doch reinknalle. So, ein Stress wieder für den Jumpmaster und sein Angriff auf Asajj. Erster trifft, zweiter trifft nicht. Da habe ich ja mit einem Doppel-Evade ausgewichen. Also Asajj weicht ziemlich stark aus, definitiv. Mein Angriff auf Kavil mit Fokus sind es 3 Hits. Er weicht leider auch ziemlich stark aus mit Double Evades und da kommt nur ein Schaden durch, dann ist er auf 2 Lebenspunkte runter. Und der letzte Schuss des Jumpmasters scheint auch nicht wirklich viel zu machen. Ich habe nämlich noch kein weiteres Schild verloren, also konnte ich da auch wieder ausweichen. Kavil und Asajj erstaunlich tanky in diesem Spiel. Leider hat er mehr Möglichkeiten zu schießen, also sieht es echt schlecht aus. Und ich muss gucken, wie ich jetzt weiter auf Kabel feuern kann. Der muss einfach weg, denn für Asajj ist er tatsächlich die höhere Bedrohung. Die Reißzahn musste jetzt noch nicht so viel Stress ansammeln, hat aber, glaube ich, schon ein paar Stressmarker, zwei oder drei. Ich weiß nicht, einen Würfel da, glaube ich, hingelegt. Ja, der Jumpmaster fliegt die 1er Ecke, nimmt einen Fokus, weil er wusste ja durch den Geheimagent, wo ich hinfliegen würde. Da konnte ich auch einfach nichts Sinnvolles planen, um auszuweichen. Knallt also in ihn rein. Kurzstreckenlaser wird ausgewürfelt, macht diesmal aber keinen Schaden, so wie es aussieht. Und ja, Kavil fliegt 1 geradeaus. Fand ich ein bisschen erstaunlich. Ich hätte gedacht, dass er da irgendwie wieder mit einer im Bank versucht rumzukommen. Einfach damit er mich nicht mehr im Feuerwinkel hat, damit er einen Würfel mehr bekommt. Da muss ich mal kurz meinen Manöver zurückholen. Ja, ersten Schuss weiche ich wieder glorreich aus. Für den zweiten benutzt er seinen Fokus, um Tageglock zu bekommen und das gibt er direkt aus. Da falle ich dann ein Schild. Mein Angriff auf Kavil macht eine offene Schadenskarte. Boah, weiß ich jetzt leider nicht mehr, was die war. War, glaube ich, nicht so relevant. Er hat auf jeden Fall jetzt nur noch einen Hüllepunkt. Ja, und die Reißzahn hat auch nichts gemacht. Da konnte ich auch ausweichen, beziehungsweise wenn ich im Stress entferne. Ah, ne, doch, es ist ein Schild. Ich habe noch überlegt, ob ich im Stress. Ah, ne, Quatsch, das war jetzt. Ah, Entschuldigung, ich rede Quatsch. Das war jetzt der Jumpmaster mit dem Feedback Array. Der hat sich jetzt ionisiert. Um den weiteren Schaden zu machen. Dadurch habe ich jetzt die Möglichkeit, ich habe nämlich abgeschätzt, wenn er ionisiert fliegt, 1 geradeaus, kommt er über Asajj drüber, er bleibt nicht dran hängen, dann kann ich mit einer Dreier-Ecke eigentlich wieder rumdrehen und hinter Kavil weiter herfliegen. Muss nur hoffen, dass mir die Reißzahn nicht in die Quere kommt.
Denke aber, das sollte klappen. Da ist das Ionisieren-Manöver. Eins geradeaus. Es ist weiß. Er hat eine Aktion. Nimmt da einen Fokus, glaube ich. Die reißt dann. Dreierecke ist halt weiß. Ja, Massage. Dreierecke hat funktioniert. Welche Aktion nehme ich? Ich könnte ein Ausweichen nehmen für volle Defensive gegen die den YV. Ich entscheide mich für eine Zielerfassung auf Kavil. Ich muss einfach versuchen, den loszuwerden. Ich habe noch 7 Lebenspunkte. Ich habe große Hoffnung, diese Runde zu überleben. Und wenn Kavil dann endlich mal platzt, könnte ich es vielleicht doch noch wirklich rumdrehen. Ich bekomme durch den ersten Schuss einen Schaden. Ich bekomme jetzt auch durch den zweiten Schuss einen Schaden. Und jetzt muss ich halt mit 3 Würfen auf Range 2 einfach mal Schaden machen. Macht 2 Treffer. Er macht wieder ein Doppelausweichen. Wieder nicht tot. Also da wird es langsam wirklich unlucky, dass er so viel Evades mit Kabel hat. Ja, ich habe mit Asajj auch ein paar Evades. Was im Vergleich aber egal ist, da er so viel mehr Angriffe auf mich hat und irgendwann die Evades halt einfach nicht mehr kommen. Und naja, ich hätte, wie gesagt, die ersten 3 Fehler, die ich gemacht habe, waren blöd. Die hätten auch nicht was am Spiel reißen können. Jetzt war ich auf Würfel angewiesen und Würfel trollen mich. Ich habe da auch einen Crit auf Asajj gekriegt, weiß nicht mehr welchen, ist auch egal. Ich habe volles Roshan kassiert, also jetzt verlässt mich auch alles. Und das Spiel ist ziemlich gelaufen. Also, Kavil schießt zuerst, muss nur einen Schaden machen. Mit 4 Würfeln gegen 2 Wendigkeit wird das kein großes Problem. Also, er könnte jetzt wirklich ganz bequem grünes 1 geradeaus Manöver fliegen. Ich habe keine Möglichkeit, dann heranzukommen, dass die TLT nicht mehr schießt. Hätte dann seine Aktion, kann Fokus sagen und mich einfach mal in den Haufen ballern. Einzige Möglichkeit, dass ich das verhindere, ist, ich fliege nach außen. Ich mache eine Dreiecke nach links. Fliegt nach außen und versucht dann irgendwie auf andere Ziele noch zu feuern. Hab meinen Feuerwinkel auch schon nach hinten gedreht gehabt. Die Reißzahn bleibt da hinter mir hängen. Aber durch den 180-Grad-Feuerwinkel kann er gleich trotzdem auf mich schießen. Und ich habe einen blöden Fehler gemacht. Ich habe nach hinten gedreht den Winkel und einfach vergessen, wie ich gleich genau stehen werde. Wieder ein Zeichen, wie unkonzentriert ich war. Denn nach hinten sehe ich jetzt natürlich nichts mehr. Ich hätte nach links drehen müssen. Das hätte ich aber vorher auch schon einfach sehen können. Das war einfach Blödsinn. Und ja, jetzt habe ich die Wahl. Entweder mache ich ein Ausweichen für die Defensive oder ich drehe meinen Winkel, um wenigstens schießen zu können. Kann ja dann gleich mit dem gyroskopischen meinen Feuerwinkel wieder anpassen. Drehe ihn dann jetzt, weil ich dann doch einfach schießen will. Ich habe das Spiel aufgegeben, habe nicht mehr lange überlegt. Ach, ich durfte gar nicht. Warte mal, wie war das? Ich durfte nicht schießen? Das war sogar ein geblendeter Pilot, Tatsache. Dann hätte ich erst recht den Feuerwinkel nicht drehen brauchen, sondern einfach ein Evade nehmen müssen. Aber naja, wie gesagt, Konzentration war gerade in diesem Spiel nicht meine Stärke. Ich überlebe trotzdem, wie auch immer, diese Runde. Und muss weiter versuchen, irgendwie was Sinnvolles zu bewerkstelligen. Wenn ich jetzt eine Dreiecke links fliege, komme ich mit dem Jumpmaster wieder in die Quere. Wenn ich eine Dreiecke rechts fliege, habe ich weiter die Reißzahn im Rücken, aber die werde ich jetzt eigentlich eh nicht mehr los. Also versuche ich es mit der Dreiecke weg von dem Jumpmaster. Also genau eine Zweiecke. Das ist nur eine Zweiecke. Drehe wieder den Feuerwinkel. Diesmal kann ich ja wieder schießen. Weiß auch gerade nicht, warum ich das nicht die Runde davor gemacht habe, den Feuerwinkel richtig zu drehen. Und ja, ich weiche wieder mal der Reißzahn aus. Sie reißt dann, oh, der Houndstooth, der YV ist mittlerweile auf ein Schild runter. Hey, ich habe schon fast die halbe Miete. Ein Schaden mehr und ich könnte ihn vielleicht, kriege dann vielleicht mal halbe Punkte noch von ihm. Nicht, dass es MOV noch irgendwie großartig wichtig wäre im K.O.-System, aber es wäre wenigstens ein kleiner Teilsieg. Dafür, dass Kavil einfach viel zu lange lebt. Und ja, ich meine beiden Protratfighter einen Ticken zu schnell verloren habe. Durch eigenes Verschulden allerdings. Ja, muss ich gucken, dass ich wenigstens nicht
nicht ganz deprimiert untergehe. Ja, Reißzahn fliegt jetzt hier über den Stein. Vielleicht tut er mir den Gefallen und macht sich selber den letzten Schaden. Tatsache, yay! Ich krieg wenigstens ein paar Pünktchen. Ich habe irgendwas getan. Und jetzt fliegt Asajj und hat eine Aktion. Ich weiß nicht, ob ich einen Fokus oder ein Ausweichen nehme. Es ist ein Fokus. Kabel fliegt 1 Grad aus, wenn stresslos, nimmt Fokus, ist in Reichweite 3, so gerade eben. Erster Schuss gibt den Fokus aus. Ach genau, er hat nicht den ausgeklinkten Astromech, das sind die Dreier gar nicht grün, er hat den Agromech. Fällt mir jetzt erst wieder ein, Entschuldigung, aber Liste ist ja unten in der Beschreibung. Und naja, das war's. Direkt der erste Schuss reicht aus, um Asajj zu killen. Und ich habe das Spiel verloren und bin somit direkt erstes Spiel aus dem K.O.-System ausgeschieden. Ärgerlich, aber komplett eigenes Verschulden. Ich bin trotzdem insgesamt mit dem Turnier ganz zufrieden. Ich habe für die Umstände, muss ich sagen, eigentlich finde ich ganz gut gespielt. Das Spiel jetzt nicht und das sechste Spiel der Swiss-Runde war jetzt auch eher semi. Aber trotzdem insgesamt, mir die Liste hat sehr viel Spaß gemacht. Die Gegner waren alle eigentlich wirklich sehr sympathisch, alle sehr entspannt. War wirklich ein tolles Turnier. Ich hatte zwar erst überlegt, dann trotzdem weiter aufzunehmen, aber verzeiht es mir, dass ich es doch nicht getan habe, da ich momentan halt noch ein bisschen privat stark eingebunden bin, wollte ich dann die Zeit nutzen und mich um die anderen Sachen kümmern. Parallel kann ich auch schon mal erzählen, hat Joscha auch gespielt, der ist auch in die Top 8 gekommen und hatte jetzt auch seine erste Cut-Runde. Die lief aber leider auch nicht richtig gut. Er musste gegen Triple Defender spielen und das ist einfach eine sehr zähe Liste. Und da ist er dann auch leider nicht mehr weitergekommen. Sonst hätte ich seins definitiv aufgenommen, seine Spiele. Aber wir sind beide ausgeschieden in der ersten Runde. Aber ich glaube, wir sind beide sehr zufrieden trotzdem, wie weit wir gekommen sind. Und ja, das waren dann die Regional 2016 von meiner Seite aus. Wie gesagt, entschuldigt, dass ich die letzten beiden Spiele nicht mehr mit aufgenommen habe. Aber man kann dazu Berichte, zumindest von meinem Gegner, jetzt in diesem Spiel im Mos Eisley Forum lesen. Und ja, danke fürs Zusehen. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Hoffe, es war auch zum gewissen Grad informativ darüber, wie die Überlegungen an dieser Liste sind, die Überlegungen des Fliegens. Und ja, ab und zu hat man blöde Würfel, ab und zu fliegt man auch einfach bescheuert. Und ab und zu gewinnen die Gegner. Und das gehört alles zum Spiel und das ist der Spaß. Also es war trotzdem ein großartiges Turnier. Nochmal danke an die Orga, den Nick. Sehr, sehr gut gemacht. Wir haben den Zeitplan perfekt eingehalten. Das war bei 6 Spielen mit so vielen Spielern. Hatten wir es erst nicht vermutet. Hat geklappt. Alles super. Also dann, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.